Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Cheeky Boing. Das ist Until Dawn über PlayStation Now. Viel Spaß, es geht weiter. So, wir müssen hier die Läden mal schließen, denn die klappern und das macht unserer Freundin Angst. Voilà, die Läden sind dicht. So, wo waren wir? Tut mir leid. Sorry, ich glaube, ich bin ein bisschen durch den Wind und mir fällt es schwer, das jetzt durchzuziehen. Und Was? Was durchzuziehen? also, ich gebe mich immer selbstbewusst und total super sexy und all das, aber eigentlich, ich will ehrlich sein, ich bin eigentlich ziemlich unsicher. Das macht sie doch sehr sympathisch. Das kann nicht dein Ernst sein. Was? Es gibt gar nichts, weswegen du unsicher sein musst. Oh, du hast keine Ahnung. Sicher doch. Du bist genau wie ich und jeder sonst. Wir sind alle unsicher. Aber du hast ein Händchen für große Auftritte. Du glaubst, es ist fake, aber es ist echt. Ja, ich schätze schon. Ja, und das ist super mega scharf. Wirklich? Ja, auf jeden Fall. Komm her. Vielleicht habe ich ja auch ein Händchen für dich. Ich bin auf jeden Fall bereit für deine Händchen. War das? Meg? Was ist das? Ich weiß nicht. Okay, dann sieh halt nach. Los, bitte. Das Fenster ist offen. Das ist Handy. Dein Telefon! Warum kam das da Was? reingeflogen? Wieso dein Telefon? Keine Ahnung, es kam halt durchs Fenster. Oh, verfluchte Scheiße! Verdammt, Mann! Was? Diese verdammten Arschlöcher sind uns bestimmt gefolgt, um uns zu erschrecken, wenn wir gerade zur Sache kommen wollten. Mädchen, pass auf. Okay. So eine Scheiße! Fuck! Boah. Glaubst du wirklich, die Mädels haben mit uns kommuniziert? Keine Ahnung. Ich weiß Wow. nicht, ob ich mir das überhaupt wünsche oder nicht. Wir sollten es rausfinden. Das darf doch nicht wahr sein. Josh sah wirklich erschrocken aus bei der Seance. Ja, ich meine, er sah aus, als hätte er sich im Griff, aber
Hätten wir lieber nicht über seine Schwestern reden sollen? Ich meine, deshalb sind wir doch hier. Ja, aber nicht so. Nicht wegen einer Seance. Vielleicht war das echt zu viel. Verdammt. Boah. Okay? Ich glaube schon. Da! Was? Da war etwas hinter den Büchern. Was ist das? Ist das ein Knopf? Wozu sollte da ein Knopf sein? Ein Knopf. Sehr gute Frage. Soll ich draufdrücken? Dazu sind Knöpfe da, schätze ich. Wow! Wand geht auf! Kopf explodiert! Sind wir hier in einem Film oder sowas? Falls ja, hoffe ich auf eine Komödie. Typisch für die Washington, sogar mit Geheimgängen im Haus. Vielleicht wussten sie nichts davon, das Haus ist super alt. Und sollen wir reingehen? Ja, geh vor. Nee, du gehst. Vielen Dank. Ich werde sie holen und wie Schweine ausbluten lassen und ihnen die weiche weiße Haut abziehen. 16 beschissene Jahre. 16 Jahre habe ich auf die beiden süßen Hannah und Bess gewartet. Scheiße. Heilige Scheiße. Hey Ash, ich will nicht, dass du durchdrehst, aber sieh mal hier. Was? Chris, was ist das? Ich glaube, der Beweis, den uns das Hexenbrett zeigen wollte. Der Hinweis? Ja, es ist ein Brief. Lass mich sehen. Es ist eine Drohung. Chris, das ist kein Spaß. Wir müssen zu Josh. Jetzt gleich. Was ist denn das da rechts? Keine Ahnung. Wo ist Josh schon wieder? Ernsthaft. Okay. Ist ja eine Einladung, ne? Was war das? Glaubst du, es war wirklich jemand hinter Hannah und Beth her? Wenn ja, dann wäre das wirklich beschissen. 8. November 2013, Dr. C.J. Swetham, Abteilung für Ethnizität. Sehr geehrte Dr. Swetham, vielen Dank für Ihre Antwort. Es ist gut zu wissen, dass der Stamm sich dem Land hier noch immer verbunden fühlt. Obwohl wir ein paar bedauerliche Probleme haben, zum Beispiel Graffiti und Personen, die in den Außengebäuden unerlaubt übernachten. Das ist schließlich die Heimat ihrer Vorfahren. Ich habe mit den Nachkommen des Stammes Kontakt aufgenommen und beabsichtige, ihrem Ältestenrat eine Spende zukommen zu lassen. Die Wunden der Vergangenheit zu heilen, wird nicht einfach sein. Aber ich glaube, dass es ein notwendiger Schritt ist. Mit freundlichen Grüßen, Melinda Washington. Auf der Rückseite. Habe wieder diese Irren gesehen. Donnerstag hing bei Generatorschuppen rum. Ich werde ab jetzt ein Buch führen. Der stammt anscheinend von Joshs Mom. Ja, sie bemüht sich sehr, etwas in Ordnung zu bringen mit irgendeinem Ureinwohnerstamm. Ja, das schlechte Karma reicht sehr, sehr weit. Die Bude ist ganz cool, aber dass hier alles so dunkel ist, also, ist nicht cool. Ich habe über was nachgedacht, was Sam und ich gesehen haben. Was? Da war so ein Steckbrief, wie in den alten Westernfilmen, weißt du? Und? Und Sam
war überzeugt, dass ihr irgendjemand gefolgt ist. Also, willst du sagen, hier ist ein Verbrecher auf dem Berg bei uns? Da war eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter und sie war von diesem Sergeant. Und er sagte, so ein Kerl wäre aus dem Gefängnis gekommen. Und er könne nichts machen. Was meinst du? Es hat geklungen wie eine Warnung. Na, da war der Kerl, von dem ich erzählt habe. Warte. Welcher Kerl? Der die Washingtons bedroht hat. Er hat gesagt, er will Rache üben, indem er das ganze Haus abfackelt. Und da war der irre Psychobrief. Chris, wenn das deine Art ist, mich aufzumuntern, bist du gefeuert. Warum? Hörst du das? Es war Josh! Das kam aus der Küche. Josh! Und Josh! Och Mann! Ashley! Halt, ich werde... Ash! Ash! Der hat da Blut. Oh, das wird immer verrückter. Ich zeige dir jetzt ein paar Bilder von Menschen, die du ganz gut kennst und magst. Aber möglicherweise magst du sie nicht so gern, wie du vorgibst. So, das ist eine Übung in Ehrlichkeit. Sag mir, welche Person du jeweils am meisten magst. Lass dir Zeit. Die Antworten sind von Bedeutung. Na, mal gucken, ob ich so hinkriege, dass ich am Ende alle mag. Schwierig. Definitiv Jessica. Na, jetzt nehmen wir mal Emily. Chris oder Mike? Nehmen wir mal Mike. Jetzt sag mir, bei diesem Spiel, das du so beflissen verfolgst, wen kannst du da am wenigsten leiden? Tja. Ich will nicht, dass es Konsequenzen hat, aber ich habe Chris noch nicht einmal genannt. Josh schon. Ah, voller Überraschungen. Ich glaube, ich kann dich jetzt langsam viel besser verstehen. Ah, ich fürchte, unsere Zeit ist wieder um. Sei nicht zu streng mit Joshua. Er hat viel... sehr viel durchgemacht. Aber das weißt du ja schon, oder? Ich glaube, es kommt ein neues Kapitel. Ich lasse es jetzt einfach mal laufen, auch wenn wir schon gleich einen Break machen.
Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen. Er hatte eine interessante Verbindung zur Washington-Familie. Offenbar warnte er sie vor der Durchführung des Bauprojekts in Blackwood Pines und behauptete, das Land wäre seinen Vorfahren heilig. S. I. S. T. Schwester? Frag, wessen Schwester? Josh, das ist bestimmt... Welche Schwester ist es denn? Ah! Lauf! Ah! Ah! Oh mein Gott! Ash! Hey! Komm her. Vielleicht habe ich ja auch ein Händchen für dich. Oh fuck, so ein Fuck. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jess! Jess! So. Puh, also bevor wir weitermachen, ein kleiner Break. Ich weiß, es ist jetzt spannend, aber wir machen jetzt trotzdem eine kurze Pause. Das Gute an Until Dawn ist, dass man genau da weitermachen kann, wo man aufgehört hat. Das finde ich cool. Er speichert anscheinend ständig das Spiel. Wahnsinn. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Mega-Horrorspiel. Ich habe mich schon... also so oft erschreckt habe ich mich schon lange nicht mehr. Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr schlaft gut. Ich werde es garantiert nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.